Hier ist der DWZ Newsroom heute am Freitag. Es geht Richtung Wochenende mit Maike Schaper. Hallo. Hi. Wir haben von Chico gehört. Genau. Der Kampfhund, der vermutlich Mutter und Kind totgebissen hat. Genau. Also man weiß es noch nicht genau. Man wartet noch auf die Obduktionsergebnisse, ob Chico damit was zu tun hat. Aber wir haben uns eigentlich gefragt, Chico war ein Staffordshire Terrier und Staffordshire Terrier gelten ja als sogenannte Listen- oder Kampfhunde. Und wir haben uns gefragt, wer kontrolliert eigentlich vermeintlich gefährliche Hunde im Landkreis Hameln-Pyrmont. Mhm. Dann kommen wir erstmal auf die Grundlagen. Also in Niedersachsen gibt es eigentlich gar keine gefährlichen Hunde oder Kampfhunde. Gefährliche Hunde gibt es schon, Kampfhundlisten. Also mit Vorabverurteilung gibt es nicht. Also das ist eine Liste normalerweise, wo dann Hunde aufgeführt sind, die potenziell gefährlich sein könnten. Genau. Also so eine Liste hat Niedersachsen gar nicht. So eine Liste hat Niedersachsen gar nicht, nein. Andere Bundesländer schon? Andere Bundesländer schon. Also die sagen zum Beispiel Pitbulls, Staffordshire Terrier, die sind per se gefährlich und müssen halt unter strengeren Bedingungen, also zum Beispiel mit Maulkorb in der Öffentlichkeit rumlaufen. In Niedersachsen ist es so, dass vermeintlich gefährliche Hunde, wo eben ein Verdacht besteht, dass die mehr aggressiv sind, als es normal wäre. Die werden einzeln geprüft vom Veterinäramt und dann werden sie beurteilt und dann geguckt, ist es ein gefährlicher Hund oder nicht. Das ist aber rasseunabhängig. Also jeder Hund, auch ein Chihuahua, kann theoretisch gefährlich sein. Die Erkenntnisse und die Recherchearbeit von Maike lest ihr natürlich in der Samstags-DWZ zu diesem Thema. Dann morgen alles in der Zeitung, gibt's auch online auf dwz.de. Dankeschön und schönes Wochenende.